Stottern Lichter, du atmest auf. ZDF at Bauhaus. Die Vereinigung von Schall und Raum. Stottern Lichter, tauchen auf. Heute mit dem Mann, ohne den erstens Thüringen, Deutschland, was sage ich, die ganze Welt ein ganzes Stückchen ärmer wäre. Es ist der Mann, der zweitens sein erstes Nummer-1-Album an den Start gebracht hat, Stadtrandlichter. Und es ist drittens der Mann, der als erster schon zum zweiten Mal hier ist, weil er es kann. ZDF at Bauhaus mit Clüso und Band.
Einen wunderschönen guten Abend, Bauhaus. Los. Hier sieht's wie gestern aus. Ich muss weg, ich lass nichts hinter mir. Ich will mehr erleben, als mich nur erinnern. Ich hab genug gesehen. Wer träumt, der schläft heute zählt. Für mich nur, wenn was Neues entsteht. Ich will haben, was sich gut anfühlt. Für immer. Zu schnell vorbei. Sag mal, wie schnell vergeht schon wieder die Zeit. Ich genieße den Moment zu schnell vorbei. Wie schnell das geht, kann doch nicht sein. Zu schnell vorbei. Es ist ein Irrsinnwald. Hält diesen Streifen an, will keine Zweifel haben, stellt tausend Vergleiche an. Wann war wohl die schönste Zeit? Zu viel, das vergessen bleibt. Ich trau mich kaum, die Augen zu schließen. Ich will in Zukunft nichts verpassen, was am Bleiben und genießen. Nicht mehr an später denken, jeden Moment erleben. Heute ist der Tag, von dem wir später reden. Zu schnell vorbei. Vorbei.
zu schnell vorbei. Das ist auch sehr geil. Durch die Nacht von einem Tag auf den nächsten sind die Nächte plötzlich wahr. Frei sehen, die Dinge nicht benennen, einfach die Luft am Brennen. Komm, lass uns frei sehen, lass den Gedanken zu, es gibt nichts zu tun, außer frei sehen. Wir haben die Zeit gezählt, es hat uns so befehlt. Komm, lass uns, komm, lass uns, komm, lass uns. Um, der Sound pumpt, blaues Licht, wir tauchen auf Grund, Zeichensprache atme aus und wir schwimmen durch die Menge einfach raus, um aufzutanken, loszulassen, abzuheben, irgendwo zu landen. Wir wollen kleine Momente, die sich ungefragt einbrennen. Leichter als leicht sein, nichts was uns einhält. Wir wollen etwas, was uns durchdringt. Songs hören, die wie unsere Träume klingen. Wir wollen, dass unsere schlechtesten Tage so wie heute sind. Das Glas heben, Gas geben, maßlos übertreiben. Festplatte formatieren, Neustart überschreiben.
Dankeschön, vielen Dank. Ich bin gespannt, wer und was noch steht. Ich war so lange weg. Hoffentlich komme ich zu nichts zu spät. Warum warst du so lange weg? Also jetzt explizit die 3 Jahre Pause. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit Musik gemacht und war auf einer kleinen Selbstfindungsreise, wenn man so will. Also ich habe eine Öffentlichkeitssperre gemacht, aber nur für ein Jahr. Wir waren ja nach dem letzten Album viel unterwegs, haben viel gespielt, viele Touren. Und dann wurde es mir ein bisschen zu viel und dann habe ich eine Pause gemacht und gedacht, ich möchte Musik machen, die aus mir herauskommt, die entsteht und nicht an Stellen, wo ich Zeit habe, sondern ich will einfach Zeit haben, will, dass es Open-End ist. Und deswegen habe ich eine Öffentlichkeitssperre gemacht und war lange weg. Und jetzt bin ich wieder da. Jetzt warst du lange weg und dann kommen die ersten Journalisten, die sofort sagen, ah, klar, Clouseau hat jetzt einen Burnout, der kommt mit dem Erfolg nicht mehr klar, der ist gebrochen. Wie gehst du damit um, dass gleich wieder Leute draufspringen und sagen, der Junge schafft's nicht, der ist fertig? Naja, kommt drauf an, ob man damit kokettiert oder so. Ich hatte einfach einen kleinen Blues, weil zu viel los war, aber ich hatte jetzt nicht einen Burnout in dem Sinne oder es ging gar nichts mehr. Ich hatte einfach zu wenig Zeit für meine Leidenschaft und da habe ich gemerkt, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie zu meiner Lehrzeit, dass ich für jemand anders arbeite und merke, ich kann nicht das machen, was mir eigentlich Spaß macht. Ich bin Künstler, der im Prinzip Dinge erlebt und dann in der Musik kommen die wieder raus. Und die Qualität ist einfach besser, wenn ich Zeit für mich habe. So, und das habe ich gemerkt. Ich muss mal raus aus dem ganzen Geschehen. Keine Interviews. Und, ja, aber es war jetzt nicht ein Tiefpunkt, der Tiefpunkt meines Lebens. Und jetzt kommst du aber raus, gründest zwischendurch noch ein eigenes Label mit deinen Leuten zusammen und das Ganze geht auf Nummer 1. Und der Trubel ist wahrscheinlich größer als jemals zuvor. Ist das jetzt die richtige Lösung, wenn man eigentlich Ruhe finden wollte? Es ist jetzt einfach geil, wie es gerade ist. Wir haben uns zurückgezogen, haben Songs geschrieben, die aus uns herausgekommen sind, mit der Band gemeinsam. Ich habe die selber produziert bei uns in Erfurt im Studio, viel gelernt in der Zwischenzeit. Ralf Meyer hat sie dann gemischt, wieder im alten Team. Und wir waren gespannt, was passiert. Mit der 1 hat keiner jetzt gerechnet. Und es ist natürlich auch lustig, weil der Vorgänger war auf Platz 2 und das Album davor auf 3, 3, 2, 1. Das ist schon schön und natürlich auf dem eigenen Label. Das ist für uns, unser Team freut sich halt extrem gerade darüber. Logischerweise. Wenn man jetzt aber so ein Label gründet, dann macht man das ja, um mehr Entscheidungsfreiheit zu haben. Dass einem niemand mehr reinreden kann, dass man einfach alles selber in der Hand hat. Bringt es tatsächlich mehr Freiheit oder auch viel mehr Druck, weil man ja jetzt auf einmal jede Entscheidung tatsächlich selber treffen muss? Es nimmt einem ja keiner mehr was ab. Dadurch, dass es meine Freunde sind, die das mitmachen und Leute, die wirklich hinter den Kram stehen und das miterlebt haben, mit aufgebaut haben und ganz nah dran sind, ist es halt so, dass man nicht um 8 Feierabend macht oder so, sondern das geht halt bis nachts. Das ist vielleicht das Ding. Deswegen sind wir alle ein bisschen abgerockt, weil wir halt bis nachts noch Entscheidungen treffen. Und das Video selber machen, die Treatments selber schreiben, Fotos raussuchen, Plakate, den ganzen Kram, alles wird gemeinsam gemacht. Es gibt irgendwie nicht so richtig den Punkt, und das lernen wir gerade als Team, wann man dann sozusagen den Riegel runter macht. Sie ist immer da, wo was los ist. Immer mitten in der Stadt, dort wo die kleine Welt ganz groß ist, zieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt einem Wand von dem und dem, sie hat jeden schon gehört. Auch wenn sie sich selbst nicht ganz so pflegt, kriegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Sie träumt von Chicago, von Chicago. Dort, wo niemand ihren Namen nennt. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Und jeden, den sie auf der Straße trifft, erzählt sie, sie wäre da gewesen. Beschreibt, an welcher Ecke sie schon war, denn sie kennt immerhin dies und das. Und wenn ein bisschen was dabei ist, nimm sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Irgendwohin, wo dich keiner kennt. Sie nimmt dich mit nach Chicago.
Ort, wo niemand deinen Namen nennt. Oh, oh. Doch wenn man ihr erzählt, welchen Traum sie lebt, dann spielt sie gleich verrückt. Denn auch wenn sie kurz schläft, sobald das Licht angeht, dann muss sie schnell zurück. Manchmal trifft sie sich mit ein paar Leuten an einem unbestimmten Platz. Und wenn dort frisches Zeug durch die Adern fließt, gibt man den Löffel an die Kumpels ab. Na, diesmal ist sie nicht gekommen, vielleicht hat sie es nicht geschafft. Nur eine kleine Nachricht ist alles, was sie hinterlassen hat. Ich komm nie mehr, ich bin in Chicago. Dankeschön, vielen Dank. Hättest du auch
Vielen Dank. Ich werd kein mit dir mehr, viel mehr, mit dir mehr.
like this. Hit it! Du hast ja selber gesagt, ihr habt Album Platz 3 gehabt, ihr habt Platz 2 gehabt, jetzt ist es Platz 1. Riesenerfolg und du hast ja auch eine riesige Fanbase. Und trotzdem, und auch diese kritischen Fragen stelle ich dir immer wieder. Ich lese immer nach, was es so Kritisches im Netz zu finden gibt. Wieder was Schönes rausgesucht. Ja, es ist ehrlich gesagt, ich habe gelesen, dieser Klüsen, der hat keine Ecken und Kanten. Und da hat einer geschrieben, Clüso macht nichtssagenden Gefälligkeitspop aus dem Weichspüler. Du lachst darüber, aber ich meine, das ist natürlich erstmal hart zu hören. Ne? Also wie gehst du damit um, dass dir ständig jemand sagt, was du gut oder schlecht machst oder wie du besser sein solltest? Es ist mir nicht total egal, wenn ich selber ähnliche Gedanken habe. Es ist mir aber einfach egal, wenn ich nicht in diese Richtung denke. Mhm. Ich weiß ja, wie so ein Album gemacht wird und wie man Songs schreibt und habe diese ganzen Zeiten vor mir, was dazugehört. Und ich stehe selber auf Musik, wo ich spüre, dass ich jemand den Brustkorb aufreißt und etwas da lässt und auch Gefahr läuft, angegriffen zu werden. So, ob die Musik am Ende nett ist oder nicht nett ist für jemanden, das spielt für mich persönlich dann keine Rolle mehr. So, weil ich habe einfach Musik gemacht. So, und bestimmte Songs sagen mir etwas und ich durchlebe das, wenn ich sie singe. Ich weiß, dass ich einfach kein Künstler bin, der da sitzt und das jetzt nur für die Leute macht. Das ist vielleicht das Enttäuschende für den einen oder anderen Fan, der was anderes erwartet, eine Erwartungshaltung hat in irgendeiner Form. Aber stimmt schon, ich habe das Image eines netten Typen. So. Kann man ja ganz gut mit leben auch. Kann man mit, ganz gut mit leben. Ich komme darauf klar. So. Aber natürlich habe ich meine Ecken und Kanten woanders halt. Du wolltest ja auch, hast ja auch gar nicht den Anspruch, jetzt böser Rock'n'Roller zu werden und mit der Pommesgabel die Welt zu verändern, oder? Nee, ich finde unsere Show extrem rock'n'rollig. Die Band hat einen unfassbaren Sound, aber man kann das nicht immer alles erklären. Also vor allem Leuten, die ein vorgefertigtes Bild haben, das abzubauen, kostet, glaube ich, enorm viel Kraft. Da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Manchmal mache ich mir darüber Sorgen und denke, wo geht's hin? Wie nehmen einen die Leute wahr? Natürlich. Also wenn zum Beispiel das Bild in der Öffentlichkeit sich verselbstständigt und in eine andere Richtung geht, als man selber ist, dann ärgert man sich. Und ich frage dann meine Freunde und viele Freunde sagen, ey, Clüsen. Viele Leute nehmen wahr, was du für Kunst machst, mach dir keinen Kopf, alles ist cool. Das beruhigt mich auch. Natürlich habe ich manchmal Gedanken dahin. Ja, und wann kommt das? Kommt das auch, nachdem man gerade Nummer 1 ist und eigentlich gerade überall abgefeiert wird? Nee, das kommt in Probierphasen und die gibt es bei mir immer wieder, weil ich die provoziere. Ich provoziere Probierphasen und in Probierphasen ist man nicht safe und da ist man dann unsicher. Abfahrt nicht verpennen. Die Sonne ist schon seit Stunden weg, doch jetzt dauert's nicht mehr lang. Und blau-weiß kommen die ersten Namen, die ich kenne. Ich bin gespannt, wer oder was noch steht. Ich war so lange weg, hoffentlich komm ich zu nicht zu spät. Stadtrandlichter, du atmest auf, alles noch so vertraut. Stadtrandlichter tauchen auf und bringen dich nach Haus.
soll ich wissen, wer ich bin? Hab mich gedreht für Rückenwind. Nun gab's nicht immer was zu holen. Heimkehr bleibt ein Woher und ein Wohin. Ich bin gespannt, ob dein Wort noch steht. Ich war so lange weg, hoffentlich komm ich noch nicht zu spät. Stadtrandlichter, du atmest auf, alles noch so vertraut. Stadtrandlichter tauchen auf und bringen dich nach Haus. Du warst so lange nicht da, bist nur gefahren, immer gerade. Stadtrandlichter tauchen auf und bringen dich nach Hause. Ich fahre heimwärts. Jetzt dauert's nicht mehr lang. Jetzt möchten wir einen Song spielen, der sehr, sehr alt ist. Schwarz mit der Bahn, immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so irre. Du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann, und dann war ich wieder völlig fertig. Ja, ich war ständig da, das hat dich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben und überhaupt. Das mit dir, das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Dessau und die Posaune steht im Keller. Kompaktes Ding, doch noch mal aus und spiel so schön wie immer. Völlig fertig.
Dankeschön, vielen Dank. Grüße gehen raus an Udo Lindenberg, Udo. Ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaube an dich. Glaubst du an mich? Ich glaube ich auch. Ich frage mich, ich frage dich. Doch frage ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, bin leichter als leicht, geht es vielleicht leichter als das, was vielleicht war. Leichter als leicht, das ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann suche ich dich, ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zu, komm, lass es zu, komm, lass es uns noch einmal tun. Ich geb nicht auf, gehst du mit mir auf uns zu. Fällt dir nichts ein, komm, leg nicht auf, komm, reg dich auf und komm zu. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bin ich dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Dankeschön, vielen Dank. Du wohnst immer noch in deiner WG?
Ja. Oder da sind ja wechselnde WG-Partner wahrscheinlich mal gewesen. Wie lange geht das noch? Ich habe ungefähr vor 4 Jahren oder so alleine gewohnt und wohne jetzt in der WG. Und ich finde es super. Das ist Hammer, es funktioniert. Es funktioniert aber auch nur, weil es Macher sind, weil es eine Kreativ-WG ist. Darf man sich nicht vorstellen wie eine WG in der Lehrzeit oder im Studium oder so. Obwohl da ja Leute auch ihr Ziel vor Augen haben und irgendeine Gemeinschaft bilden. Aber da ist man... Alkohol ist man, ja, man ist auch drauf aus, irgendwie beides zu erleben. Hier ist es so, die meisten haben den Rock'n'Roll schon hinter sich in irgendeiner Form. Und es gibt dann halt Freiräume, wo Partys sind. Und es gibt halt Zeiten, wo richtig einfach gerackert wird, wo was passiert. Und natürlich den Ort, den wir alle lieben, den wir versuchen zu pflegen in irgendeiner Form, dass wir sagen, hier finden wir es geil, jetzt bauen wir mal hier was oder basteln da was. Du hast gerade so ein Stichwort geliefert. Für viele ist der Rock'n'Roll schon vorbei. Es gab diese Zeit, als gute Musik rauskam, da war ich genau in der Lebensphase, wo dieses Album mitten in mein Herz geschossen ist, weil ich so unglaublich viele Situationen erlebt habe, wo diese Musik eine Rolle spielte. Und das ging ganz vielen Leuten so, weil Anfang 20 oder ab Pubertät bis Mitte 20 oder was geht das Leuten so. Irgendwann hört das aber ein bisschen auf. Also dieses Brennen, diese Leidenschaft für Musikliebhaberei, geht dir das auch so oder ist das völliger Quatsch, was ich gerade erzähle? Ja, nein. Also ich glaube, wenn man eine spannende Zeit hat im Leben, egal wann die ist, und Dinge erlebt, die man zum ersten Mal erlebt, und dann Musik irgendwie dabei ist, dann ist die aufgeladen einfach. Und die entlädt sich dann oftmals auf Konzerten. Ich merke halt, dass Leute schöne Momente hatten mit einem bestimmten Song, die sie mir dann geben. Und dann höre ich meine Songs auch anders. Das ist natürlich in der Jugendzeit irgendwie ganz krass, weil viele Dinge passieren in kürzester Zeit, die man zum ersten Mal erlebt. Und dazu hat man dann das eine Album und denkt so, yeah. Und wenn man das hört, dann kommt das alles wieder. Es kann aber auch in einer anderen Phase später so sein, dass man wieder irgendwas erlebt, eine Reise macht oder Veränderungen eintreten im Leben und man dazu einfach Musik hört und auch braucht in bestimmten Momenten. Die Phasen werden irgendwie manchmal, es dauert ein bisschen länger, ehe mich zum Beispiel ein Album wieder erwischt. Aber du gehst theoretisch mit deinem eigenen Musikkonsum recht professionell um und hörst da rein, was kannst du dir selber mit rausnehmen, was für Ideen hatten die Musiker oder bist du auch mal ganz, sagen wir mal, entspannt und lässt es einfach auf dich einprasseln als Eindruck? Oder geht das noch nicht mehr? Doch, das geht beides. Also es gibt so ein wissenschaftliches Ohr natürlich, dass ich irgendwie Mucke höre und denke so, oh geil, wie hat er das gemacht? Was ist da für ein Instrument dabei? Wo führt das hin? Jetzt kommt irgendwie ein Wahnsinns-Chorus da in der Bridge. Und es gibt Musik, die ich einfach so höre, die durchläuft. Oder beides im besten Falle. Ich finde abends oder beim Autofahren, also wenn ich im Auto mitfahre, ich habe keinen Führerschein, dann höre ich gerne Musik, weil dann ist man so, man ist einerseits gefangen, kann rausgucken oder Zug fahren. Finde ich auch geil. Ein geiler Moment, um Musik zu hören. Gestalten, spring ich mir in den Schatten, immer wo sie's gestatten und in die
Zeichen wie kleine Steine in die Hand. Kein Laut ist mir so vertraut wie Stimmen und Staubregen auf meiner Haut. Tanz mit Häusern, Straßen, folge ihrem Plan. Auf einmal wird es still, weil ich dich vor mir seh. Plötzlich ist es so, wow. Auf einmal ist es still auf meinem Blick. Und dann stehst du da, ich sehe dich und bekomme Angst, ohne dich allein zu sein. Auf einmal ist es still, weil ich dich vor mir seh. Das Album Gute Musik noch? Was da so ab und zu zwischen uns läuft, ist wirklich schwer zu beschreiben in einem Text. Wer bei deinem Blick mal kurz zwischen den Zeilen liest, ist völlig hin und weg und perplex. Oh, oh. Egal mit wem du sonst noch rumhängst, hey Lady, ich bin dein größter Fan. Egal wer sonst so deinen Namen noch nennt, hey Baby, ich bin dein größter Fan. Ein Schritt nach vorn, kein Schritt zurück, auf dem Platz, wo wir uns immer sehen. Ein Stück von dir ist wie ein Stück vom Glück, die Sonne will einfach nicht untergehen, oh no no. Egal mit wem du sonst noch rumhängst, hey Lady, ich bin dein größter Fan. Egal wer sonst so deinen Namen noch nennt, hey deshalb, ich bin dein größter Fan. Jetzt hier.
das geschafft hast. Egal mit wem du sonst noch rumhängst. Hey Lady, ich bin dein größter Fan. Egal wer sonst so deinen Namen noch nennt. Hey Baby, ich bin dein größter Fan. Dankeschön, vielen Dank. Danke sehr. Das war auch, Dankeschön.